BVB! Das scheint nach dem 1:0-Sieg des BVB gegen den Erzrivalen Bayern München schon beschlossene Sache zu sein, zumindest für die Fans der Borussia. Das hat nochmal gegenüber Stuttgart nochmal alles getoppt und damit wären wir deutscher Meister. Robert Lewandowskis Siegtor versetzte den gelb-schwarzen Anhang in Ekstase. 4 Spiele vor dem Saisonende, 6 Punkte Vorsprung. In Dortmund greift man erneut nach der Meisterschale. Ja, die Jungs haben ein außergewöhnliches Spiel gemacht, muss man einfach sagen. Wir haben eine erste Halbzeit gespielt, die nah am Optimum war. Eine außergewöhnliche Laufleistung auf den Platz gebracht, das gepaart mit taktischer Disziplin, mit viel Spielwitz, frechen Aktionen. Das hat insgesamt richtig gut ausgesehen. Der Jubel im Stadion war beim Abpfiff auch außerhalb ohrenbetäubend. Verständlich, das 24. Spiel in Folge ohne Niederlage und noch wichtiger, der 4. Erfolg gegen die Bayern in Serie. Da hatte auch Jürgen Klopp am nächsten Morgen gut lachen. Alles ist gut. Es schien gestern so, als hätte es so sein sollen. Borussia Dortmund tanzt, der FC Bayern zieht angenockt von dann. Also muss man ganz ehrlich sein, 4 Spieltage vor Schluss ist da nicht mehr viel drin. So realistisch muss man schon sein. Bei den Bayern gilt nun die Konzentration den Halbfinalpartien in der Champions League gegen Real Madrid und dem Pokalfinale am 12. Mai gegen den BVB. Und was für die Bayern in der Meisterschaft noch möglich ist, ist ja sowieso klar. Für die Bayern gar nichts mehr. Das weiß selbst er, der Leon. Yep. Ja.